Oh nein. Okay, das wundert mich immer noch. Nein. Was? Die nehmen die Blöcke, die sie abgebaut haben, und platzieren sie beim Tor. Ach, herrje. Ich würde sagen, ich drück mal lieber die Taste. Aber ich weiß auch gar nicht, wie die also, wie ich glaub, die aktuell sind. Was? Also der Skywars-Typ, der ist, glaube ich, ein bisschen verwirrt. Okay, wieso? Der stand gerade einfach so am Posten, so für 5 Sekunden, hat sein Leben überdacht und ist dann so ganz gechillt in die Base gelaufen. Oh. Ach, rot will aufs... Ach, ja. Okay. Herde. Ach, der hat ganz schön viel Cookies dabei gehabt. Ach, der nächste, nee, der geht jetzt auf Geld. Aber eigentlich wäre es schon cool, wenn Cookies jetzt eher nicht eine Runde hätte, wo halt wo vier Teams sind, sondern bloß zwei. Das wäre halt eigentlich schon cooler, oder? Da ja, muss man sich immer auf eins konzentrieren. Das fände ich theoretisch cooler, aber es ist vielleicht der anstrengende dann mal, weiß ich nicht. Das ist halt der Fokus direkt auf einem und man kann nicht in den Windschatten von anderen bauen. Aber eigentlich ist es so schon cooler. Und vor allem, wenn die Spieler alle eh besser werden würden und so, dann wäre es am Ende bloß eine Glückssache, auf welches Team halt mehr gegangen wird. Ist dann, oh, ich habe schon mal 300. Dann könnte es zum Beispiel auch sowas wie Hunten an nicht mehr geben, theoretisch. Dass man einfach bloß dass man mit irgendwelchen anderen Accounts in eine Runde geht und verhindert. Das würde dann auch nicht mehr gehen. Das, die haben die Rüstung gekauft, das sind ja Spezialisten. Ja, 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 die kennen sich aus. Ah, ja. 400. 60 geschätzt. Ja, das reicht. Dann kannst du gleich zwei Scheine platzieren. Diesmal brauchen wir, glaube ich, keinen Rabatt. Diesmal spielen wir mal wieder ein bisschen entspannter. So, ist immer lustig, wenn da Leute... Ist dann immer lustig, wenn Leute dann Schwitzer schreiben. Muss ich mir immer verkneifen zu schreiben. Also in Schwitzen gekommen bin ich jetzt eigentlich bei euch nicht. Das passiert durchaus, dass ich ins Schwitzen komme, aber dann braucht man so Leute wie gerade. Also immer wenn ich komme, rennt der Steve zurück. Ach, das sind ja beide Steve. Naja, kein Wunder, wenn sie sich Rüstung gekauft haben. Ach, nicht gegen Steves. Ich dachte gerade hier, der Gelbe wärst du, weil wir vorhin gelb waren. Der hat mich schon nicht mal angegriffen. Jetzt kommt der schon wieder. Der Ach, bei mir traut er sich, oder wie? Der will vermöbelt werden. Ja, anscheinend schon. Ah, Combo. So, wir haben schon zwei Schreine. Ja, haben wir fertig gemacht. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, man ist ja mal froh, wenn man so spannende Runden hat wie gerade. Es macht schon Spaß. Aber es ist halt da anstrengend. Das muss man auch sagen. Ich gehe mal heim. Ach, pass auf, die kommen beide. Ja, ich vermöbel. Ach, beide auf mich. Super. Naja, ich hab den nicht viel dabei. So, dann können wir gleich anfangen, glaube ich. Aber wenn man jetzt diese Taktik hier spielt mit den zwei Schreien, man kann den Gegner dadurch zwar ein bisschen ins Schwitzen bringen, das stimmt schon, vor allem, weil wenn die mehr Schreine spielen, dann haben die jetzt am Anfang noch nicht so die Mittel, selbst zu sprengen, aber da muss man trotzdem schon sehr gut verteidigen, um das machen zu können. Und das ist eher dann doch nicht so realistisch, dass man es schafft. Aber es wird dann doch recht knapp. Ah, der Regen. Oh, der Regen. Und die beiden gehen auf mich fantastisch. Und die sind beide hinter mir. Dann kann ich... Ich komm auch mal mit. Lauf kurz durch und dann versuche irgendwie abzuhauen. Ja, oh, ich hab 200 bekommen. Gut, hab sie weggehauen. Gut, sie kommen nicht mehr hinterher. Hab sie abgewehrt. So, ja. Gelb hat... hat einen Bohrer. Ach ja. Rot hat angefangen zu bauen, aber keine Maschinen. Okay. Die haben hier die Besten der Besten bekommen. Ich bin immer noch fasziniert, dass ich gegen den Krawallbohrer vorhin ankam. Oh nein. Okay, das wundert mich immer noch. Nein. Was? Die nehmen die Blöcke, die sie abgebaut haben, und platzieren sie beim Tor. Ach, herrje. Ich würde sagen, ich drück mal lieber die Taste. Woher musst du nicht at all machen? Ach, warte mal, ist das nett? Ach, warte mal, das ist... Hä? Seit wann ist denn das nimmer? Da hast du recht! Ich hab immer recht. Wo war denn das? Ah, hier, Autotext. Hab ich das weggemacht? Als ob, ich hab das doch...
gibt's nicht. Ich hab das weggemacht. Oh, Mist. Und mal at all. Punkt. Ah, nee, ja, weil genau. weil ich das immer nach der Runde normalerweise mache. Aber egal. Ich mach's einfach jetzt davor. Jetzt hat der Gelbe ausgeleert. Unverschämtheit, während ich gerade hier meine Tasten in Ordnung bringen musste. Aber Rot ist auch schon fies. Jetzt hat Rot die paar Prozent von Gelb abgebaut. Also echt. Ja, ich also könnte Gelb gewinnen. Rot. Unverschämtheit. Eieiei, stimmt. Und ich habe das in der letzten Zeit immer gedrückt. Ohne. Ich habe das auch, glaube ich, mal in der Runde gedrückt. Mist. Ja, gut, dass du mich darauf aufmerksam machst. Das habe ich nicht gemerkt. Das ist immer super, dass Rot zusammen in die Mitte geht. Da kann man ungestört die ganzen Blöcke abbauen. Oh, bei uns baut keiner ab. Oh. Hast beide bekommen. Naja. Mach dir mal einen Schrein. Ich glaube, ich gehe mal bei dem ein bisschen ausleeren. Ach, ist ja nur der Skywars-Typ. Das Problem ist, eigentlich wollte ich jetzt heute ein bisschen aufnehmen, aber das Problem ist, ich war von den Runden vorhin so fertig, das strengt halt da alles an und dann zitter ich immer. Das ist ganz schlimm in so spannenden Runden. Ja, ja, das ist schon stressig. Das hast du ja selber gemerkt. Dann mit Unsichtbarkeit und Pfeilen und allem. Nebenbei so 5 Handtücher neben dem PC, den kam. Ja, aber schau, jetzt können wir uns immerhin als Schwitzer bezeichnen. So, ach, der Rote kommt. Ja, der eine Rote, ach, der steht jetzt einfach rum, der hat ein Schwert und macht nichts. Toll. Okay, also, ich dachte, er platziert jetzt TNT, aber nein, er steht in der Mitte, während ich ihn die ganze Zeit vermöge und will abbauen. Du hattest anscheinend die gleiche 100%. Erfahrung mit ihm wie ich mit meinem. Oh, jetzt kriege ich schon wieder Hunger. Musst halt an mir ein bisschen knabbern. Schau, ich bin ein leckeres Gebäck. Hier, ich habe auch Hagebutten-Marmeladefüllung. Was? Hagebutten? Ja, schon. Das ist doch das Klassische. Ja, im Normalfall esse ich nur die Gegner auf. Man musste vorher sie noch ein bisschen mit Honig einschmieren.